Herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer neuen Ausgabe der Gothic 2 Randomizer-Mod. Und wir haben hier ein paar random Drachenjäger, glaube ich jedenfalls. Wer erzählt denn sowas? Noch mehr Ärger kann ich nicht brauchen. Gedacht. Wie ich sehe, hast du dich den Drachenjägern angeschlossen. Ich bin Silvio ins Minental gefolgt, weil ich mich hier einfach am besten auskenne und mir die Situation hier nochmal genauer ansehen wollte. Ich sag dir was. Hier braut sich ganz schön was zusammen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Orks auf einen Haufen gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn Garond und die Paladine in der Burg schon längst alle geflohen sind oder getötet wurden. Meine Meinung kennst du ja schon. Was hast du jetzt vor? Ich werde erstmal den Jungs hier ins Minental folgen und mich dann später absetzen. Ich muss unbedingt herauskriegen, was die Orks vorhaben. Das hat er wirklich nicht verdient. Ich sehe dich dann. Pass auf dich auf. Das nicht sehen, kann ich das liegt doch auf der Hand. Ich bin der einzige echte Drachenjäger hier. Hey, komm mal her. Was willst du? Das Tal ist ziemlich gefährlich und ohne die richtige Ausrüstung ist man hier schnell tot. Ich nehme an, du hast die richtige Ausrüstung. Du hast es erraten. Ich würde sie dir sogar verkaufen. Das nicht zu fragen. Was hast du anzubieten? Ui, da kann ich noch meinen Trankvorrat hier ordentlich aufstocken. Sehr schön. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich nehme auch mal ein paar Spruchrollen, Beschwörungsspruchrollen mit. Das hat den einfachen Grund, damit ich Mana spare. Von mir hat er das nicht. Feuerschutzamulett bringt mir eh nicht viel. Zählt sich ja so einiges. Wobei, doch, nehme ich mal mit. So, und ja, Lebensmittel. Der hat leider nichts, was meine Stärke erhöht. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Schade, schade. Schokolade. So, ich verkaufe dem jetzt mal hier. Es kommt nur auf die möglichste alles. Hä, wo ist denn? Achso, ich wollte gerade sagen, wo ist denn mein Cursor? Der war irgendwie weg. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Ich hätte das anders okay. Gemacht. Der Kerl kann einem leid tun. Da behalte ich mal. Achso, hier, guck mal, die, das kann weg. Es ist Schmutz, das brauche ich nicht. So. Okay, cool. Das hat er wirklich nicht verdient. Hast du was zu trinken? Ich vermute, du willst kein Wasser. Nein, verdammt. Ich brauche irgendwas mit Alkohol, damit endlich diese verdammten Kopfschmerzen weggehen. Wenn ich längere Zeit nichts zu trinken hatte, fühlt sich mein Schädel an, als würde er jeden Moment explodieren. Alkohol, Birne hol. Hier hast du was. Kann man dem nicht auch Bier geben oder sowas? Man kann ihm nur Wacholder geben, oder? Da lacht das Herz. So. Jetzt kann ich auch wieder klar denken. Was kann ich für dich tun? Oh, es regnet im Spiel. Könnte es jetzt nicht mal heute regnen? Das ist doch alles Der Himmel ist zumindest bedeckt. Also ich habe die Hoffnung, dass es bei uns heute auch regnet. Das wäre so toll. Ich suche jemanden, der mir was beibringen kann. Ich könnte dir schon ein paar Sachen beibringen. Ich bin der beste Kämpfer weit und breit. Für dich mache ich sogar einen Freundschaftspreis. 300 Goldstücke. Meine Meinung, das hast du nicht gewusst. Das ist mir zu teuer. Zu teuer? Das ist weniger, als jeder andere in meiner Situation nehmen würde. Überleg es dir. Das ist wirklich nicht mein Problem. Was wollt ihr hier überhaupt? Keine Ahnung, was wir hier machen oder wann es losgeht. Ist mir auch egal, solange ich genug zu trinken habe. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Hier, hast du was zu trinken? Ich dachte das nicht. Mir geht's schon viel besser. Ich könnte Bäume ausreißen. Das hat er doch vorher gewusst. Hier ist dein Geld. Ich will trainieren. Du wirst es nicht bereuen. Lass uns mit dem Training beginnen. Sieh an, selbst ein Magier bedient sich der Nahkampfwaffe. Interessanter Spruch, den kann ich euch nicht alles glauben, was man hört. Geil, der kann sogar mich wirklich noch trainieren. Komm. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Okay. Wir haben jetzt 99% Zweihand. Geil. Wisst ihr denn, wo die Drachen sind? Was kriege ich denn, wenn ich es dir sage? Ich habe so einen, ich kann das nicht glauben. Ich habe noch eine Flasche Wacholder. Für ein gutes Tröpfchen würde ich alle Drachen der Welt töten. Abgemacht. Gib mir die Flasche.
Den hebe ich mir für schlechte Zeiten auf. Prioritäten. Also, wo sind jetzt die Drachen? Was genau ist, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber ich habe gehört, dass es 4 Drachen sein sollen. Wir haben nachts ein rotes Leuchten über dem höchsten Berg gesehen. Ich schwöre bei meiner Mutter, wenn du einen Drachen suchst, dann wirst du ihn ganz bestimmt dort finden. Okay, du bist voll. Was machst du hier? Das ist wirklich die dämlichste Frage, die ich seit langem gehört habe. Wonach sieht's denn aus? Selbst ist er nicht darauf gekommen. Ich kann deinen bescheuerten Gesichtsausdruck nicht einordnen. Deshalb frage ich nach. Du hast eine zu große Schnauze für meinen Geschmack. Wird Zeit, dass sie dir jemand stopft. Nein, der hat gesessen. Diese Null, Alter. Hat Waffe, mit der er nicht umgehen kann. Und keine Rüstung. Ah, aber deine Tränke nehme ich mir. Sehr schön. So, dann werde ich jetzt mal hier meinen Mana wieder auffüllen in der Zwischenzeit. Das war genauso, wie du sagst. Ich werde Biff nicht mitnehmen. Man selbst ist, er wird eh nur sterben direkt beim ersten Kampf gegen so einen Überdrachensnapper oder gegen Troll oder was auch immer. Hey! Hä? Was? Versuch das ja nicht nochmal. Erstmal bestehlen. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Was glaubst du hier im Minental zu finden? Gold und Ehre. Was sonst? Ich erzähl dir doch nichts. Wenn ich mit den Drachen fertig bin, werde ich in Gold schwimmen. Das hat er wirklich. Genug, um den Rest meines Lebens jeder Kneipe und jeden Puff dieses Landes unsicher zu machen. Noch mehr Ärger kann. Oder du wirst tot sein. Und wenn schon. Das gehört dazu. Wenn du reich werden willst, musst du schon was riskieren. Das hat er doch vorher gewusst. Nee, du arbeitest nicht für mich. Hey! Wo kommt ihr her? Wir kommen aus den... sind aus der Stadt. Noch mehr Ärger kann ich nicht. Ich mag auch wieder Peter Heusch damals so dieses... sind aus der Stadt. Dieses, das sind so kleine Elemente, Stilelemente im Synchronsprechen, die einfach so im Kopf hängen bleiben. Weil so ein Otto-Normalverbraucher so... Das brennt sich einfach ein, so. Das ist einfach genial. Das ist geniales Voice-Acting. Ich wäre mir da nicht so sicher. So, aus der Stadt also. Siehste, hast es kapiert. Hier, nimm erstmal einen Schluck. Dann soll er wirklich nicht verdienen. Was macht ihr hier? Wir haben von der Drachenjagd gehört. Also haben wir unsere Sachen gepackt und sind hierher gekommen. Aber um ehrlich zu sein, sind mir die Drachen scheißegal. Ich will nur ein bisschen Gold. Drachen haben doch Gold, oder? Bestimmt. Das sind doch alles nur Gerüchte. Wo wollt ihr von hier aus hin? Keine Ahnung. Wir überlegen noch. Ihr könntet in die Burg gehen. Da bringen mich keine 10 Pferde rein. Nicht zu den Paladinen. Das hat er doch vorher gewusst. Ich gehe nicht zurück in den Knast. Ich war einmal drin, das reicht mir. Kräftig dazwischenhauen. Was weißt du über die Drachen? Nicht, ich kenne nur die Geschichten, die man den Kindern erzählt. Du weißt schon, Jungfrauen, Gold, Feuerspucken und so ein Zeug. Weswegen warst du im Knast? Das werde ich dir auch auf die Nase binden, was? Ihr Magier steckt doch mit den Paladinen unter einer Decke. Nee, mein Lieber. Vergiss es. Ich wäre mir da nicht so sicher. Schade. Was ist mit den Orks? Die ganze Burg ist umstellt. Es gibt keine Lücken. Sich da durchzuschleichen ist Wahnsinn. Wenn du versuchst zu kämpfen, kannst du dich gleich begraben lassen. Niemand kommt da durch. So. Genauso wie du sagst. Okay. Als ob ich da meine Probleme hätte. Reden wir mal mit diesem Kurwan hier. Typen wie du sollten aufpassen, wo sie hingehen. Was willst du mir damit sagen? Ich will sagen, dass die Luft hier draußen verdammt dünn ist. Hier wimmelt es nur so von Orks und Monstern. Von den Drachen ganz zu schweigen, ist nur eine gut gemeinte Warnung. Das ist mir wieder nicht so sicher. Erstmal abziehen. Das war genauso, wie du sagst. Ach komm, nee. Wir provozieren ihn jetzt mal nicht weiter. Das mache ich sonst immer. Wir lassen das jetzt einfach mal. Und... teleportieren uns jetzt mal zur Burg. Ah, schöne Lichtatmosphäre, schönes Ambiente. Nicht schlecht!
Ich finde das schon wieder so geil, wenn so ein Magier so ein Schwert schwingt. Das ist genial. Hey, du. Was machst du hier? Ich bereite mich auf einen Kampf vor. Was sonst? Es kann ja nicht ewig so weitergehen. Gegen wen willst du kämpfen? Ich dachte mir, ich schau mal bei den Paladinen vorbei und trete ihnen in ihre fetten Ärsche. Ich hab so Idiot, gegen die Drachen natürlich. Was hast du denn gedacht? Ich hätte das anders gemacht. Haben die Paladine nichts dagegen, dass du hier bist? Blödsinn. Die haben ganz andere Probleme. Die meisten sind froh, dass sie noch leben. Mit der Moral der Jungs steht es nicht zum Besten. Das wird noch ihr Untergang sein. Ich meine, schau dir doch mal die schattigen Klingen an, mit denen sie in die Schlacht ziehen wollen. Jeder vernünftige Krieger würde da doch sofort desertieren. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Kannst du mir helfen, meine Waffen zu verbessern? Verbessern? Kauf dir lieber etwas Neues und wirf den Ramsch weg, den du da mit dir herumschleppst. Vielleicht habe ich da etwas für dich. Interessiert? Jetzt bin ich gespannt. Was kannst du mir verkaufen? Für einen Magier habe ich eigentlich nicht so viel. Aber du kannst es dir ja trotzdem ansehen. Glaubst du wirklich daran? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Was ein Dullibert. Komm, ich verkaufe dir jetzt mal ein paar vernünftige Waffen. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht vernünftig, aber... Komm. Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Dir verkaufe ich jetzt mal ein bisschen Zeug. Nein, warte mal, den Hammer. Oh, nö. Braucht den Kriegshammer noch für Golems, für Steingolems. Ja, wobei eigentlich wahrscheinlich nicht, aber... Ey, wisst ihr, was ich meine? Barbarenstreitachs mit einer Sturmbringer. So ist es Enos Wille. Ah, das sind so Schwerter, eigentlich will ich die nicht verkaufen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Von mir hat er das nicht. Ja, komm, weg mit dem Zeug. Ich wundere, hast du dich von deiner Gruppe getrennt? Meine Gruppe? Ich habe keine Gruppe. Ich bin Trophäensammler. Wenn ich ohne Trophäe wieder nach Hause gehe, dann weiß ich nicht, wofür ich hierher gekommen bin. Da kann ich keinen anderen gebrauchen. Hast du schon einen Drachen zu Gesicht bekommen? Nein. Bevor ich losziehe, werde ich erst meine Waffen auf Vordermann bringen. Wird sich das jemals ändern? Hast du keine Angst, dass da jemand zuvorkommt? Was? Wer denn? Silvio! Hast du dir die traurigen Gestalten schon mal angeguckt, die er dabei hat? Silvio kann froh sein, wenn er hier wieder lebend rauskommt. Letztendlich wird die Gerechtigkeit... Wo ist Silvio jetzt? Die Paladine hier erzählten etwas von einem Drachen aus Eis im Westen. Er soll der gefährlichste und mächtigste von allen sein. Da hättest du mal Silvios glänzende Augen sehen sollen, als er das hörte. Jetzt darfst du raten, wo er hingegangen ist. Du scheinst ihn nicht zu mögen. Was heißt mögen? Ich bin nicht sonderlich stolz darauf, ihn zu kennen. Silvio hat keine Freunde. Er braucht Leute, die ihm bedingungslos folgen. Das ist nichts für mich. Ich arbeite allein. Silvio war hier? Hier in der Burg, meinst du? Ja, war er. Aber nur kurz. Hat ein paar Takte mit den Leuten hier gesprochen und ist dann wieder losgezogen. Okay. Kann ich mit den anderen nochmal quatschen? Natürlich kann ich mit den anderen quatschen. Ich muss mit den anderen quatschen. Guck mal, hier ist so ein Gardist, der noch geblieben ist. Gut, dass du kommst. Hier ist die Hölle los. Was ist passiert? Die Drachenjäger machen sich hier in der Burg bereit und prahlen, damit das Drachenproblem lösen zu können. Aber ich sag dir was. Die töten noch nicht mal einen alten, kranken Snapper, so wie die aussehen. Viele von uns sind mittlerweile echt beunruhigt und glauben nicht mehr so recht daran, dass wir hier jemals wieder lebend rauskommen. Erstmal abziehen. Wart ihr hier oben nicht zwei Wachposten? Jetzt nicht mehr. Sengrad stand hier auf den Zinnen und ist dann auf einmal eingeschlafen. Seine gute Armbrust ist bei der Aktion heruntergefallen. Man konnte gerade noch erkennen, wie einer der Orks damit in der Dunkelheit verschwand. Sengrad wurde davon wach und ist einfach in die Nacht zu den Ork-Palisaden gerannt und kam seither nicht wieder. Innos, steh uns bei. Das ist das Werk eines Verrückten. Ich glaube nicht, dass man im Normalfall so reagieren sollte. Warte mal, nee, das muss man anders machen. Erstmal fragen. Du machst so ein langes Gesicht. Verdammter Mist. Aufpassen musst du, wie ein Luchs, sag ich dir. Kaum drehst du dich mal um, ist dein ganzer Kram weg. Dreckiges Pack. Welches Pack? Dieses Lumpengesindel von Drachenjägern natürlich. Was hast du denn gedacht, wovon ich rede?
Aufpassen musst du, sag ich dir. Hat man dich bestohlen? Nein, sie haben mir 20 Goldstücke in die Tasche gemogelt. Natürlich gestohlen, du Idiot. Ich sag dir, wenn ich die Drecksau zu fassen kriege. Beruhige dich wieder. Ein Paladin sollte sich nicht so aufregen. Ich will mich aber nicht beruhigen. Das war mein ganzer Besitz, verdammt nochmal. Was fehlt dir denn? Mein Geldbeutel, da waren meine ganzen Ersparnisse drin. Und jetzt ist er weg. Der findet sich schon wieder. Wenn ich den zu fassen kriege. Aber ist auch schon frech, wie er mit einem Feuermagier redet. Dafür müssen wir ihn erstmal bestrafen. Jetzt ist er zweimal ausgeraubt worden, der Dulli, ey. Oh Mann, ey. So, pass auf. Wir können doch einmal hier. Erstmal eine Fackel rausholen und mit Anga sprechen. Das halte ich für eine gute Idee. Das ist eine schlimme Sache. Kenne ich dich nicht? Du bist Kor Anga. Du warst Templer im Sumpflager. Nenn mich Anga. Meinen Titel habe ich abgelegt. Die Bruderschaft des Schläfers hat sich aufgelöst. Seltsam. Aber du kommst mir auch irgendwie bekannt vor. Ich kann mich aber kaum an dich erinnern. Was ist los mit dir? Ach, ich habe schon lange nicht mehr richtig schlafen können. Ständig diese Albträume. Wie kommst du hierher? Nach dem Fall der magischen Barriere habe ich mich in den Bergen versteckt. Wurde Zeit, dass ich etwas unternehme. Ich bin tagelang umhergeirrt, bis ich auf einmal in der Burg wach geworden bin. Frag mich nicht, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Zu allem Übel habe ich auch noch mein Amulett verloren, das ich schon seit Jahren besitze. Ich werde wahnsinnig, wenn ich es nicht wiederfinde. Das war doch schon vorher klar. Was ist mit den anderen aus dem Sumpflager passiert? Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass die Barriere von einem nervenzerfetzenden Schrei begleitet in sich zusammenfiel. Von panischer Angst gepackt fielen wir zu Boden und krümmten uns vor Schmerzen. Diese Stimmen, sie wurden immer lauter. Und dann, als es vorbei war, verfielen sie alle dem Wahnsinn und verschwanden laut schreiend in der grauen Nacht. Ich habe sie nie wieder gesehen. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Was willst du nun tun? Ich werde mich erst einmal erholen, damit ich mich auf die Suche nach meinem verlorenen Amulett machen kann. Ich habe etwas von Drachen gehört. Es wird auch erzählt, dass viele Krieger ins Minental gekommen sind, um sie zu jagen. Mehr, wie man noch glauben ich denke soll. Darüber nach, mich ihnen anzuschließen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Wo genau hast du dein Amulett verloren? Irgendwo im Süden, kurz bevor ich hier in der Burg wach wurde. Ich schätze, es ist mir gestohlen worden. Ich muss es unbedingt wiederhaben. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Vielleicht kann ich dir helfen, dein Amulett zu finden. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Hilfe kann nicht schaden. Was ist mit den Drachenjägern? Ich werde später mit ihnen sprechen. Vielleicht können sie noch einen starken Arm gebrauchen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Wann willst du gehen? Sobald ich mich wieder besser fühle. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Wo willst du suchen? Ich werde in den Süden gehen. Dort, wo ich als letztes gewesen bin. Ich hätte das anders. Gibt dort ein Höhlengrab, das von vielen Findlingen umgeben ist. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ich muss gehen. Pass auf deinen Rücken auf. Wirklich daran. Ja, da wissen wir natürlich alle schon, was er da meint, nämlich das Stonehenge. Und erstmal haue ich mich aufs Ohr, damit es wieder heller ist. Boah, es ist unglaublich, ne? Aber durch die Hitze fällt mir sogar richtig das Sprechen schwer. Es ist unglaublich, mir fällt richtig das Reden schwer. Ich muss mich anstrengen zu reden, weil es einfach so warm ist. Es ist unfassbar. Es fällt mir richtig schwer. So, ich gucke erstmal. Ach, der Engo, der braucht noch eine Weile, bis er unten ist. Da kann ich in der Zeit schon mal die Sache mit dem Lederbeutel regeln. Ich kann das nicht glauben. So. Ich glaube, ich habe deinen Geldbeutel gefunden. Was? Wo? Welcher Mistkerl war das? Weiß ich doch nicht. Das werde ich noch rauskriegen. Ich hab da meine eigene Meinung. Entspann dich wieder. Ja, Meister. Ich werde mich bemühen. Ich hab da meine eigene Meinung.
Gut, wenigstens ein bisschen Respekt. Und es ist kein Blut vergossen worden. Sehr gut. Meine Meinung will ja keiner. Frau Feros, nettes Kleid. Ey, du da. Warte mal. Ich hab hier was für dich. Gut, du hast genug Fleisch gebracht. Das wird für eine Weile reichen. Glaub aber ja nicht, dass du von mir jetzt irgendwas umsonst kriegst. Gut, die Quest haben wir abgeschlossen. Zeig mir deine Ware. Gib mir mal deine Tränke. Nein, er hat nur Goblinbeeren und keine Drachenwurzeln. Oh, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Oh, nein. Oh, ist das bitter. Hm, na gut. Dann geht das wohl nicht anders. Ich hab 17 Schafsfelle. Woher auch immer. Haut eines Reptils, Perle, Aquamarin. Oh nein, warte mal. Boah, 100 für so eine Zange, das ist echt Wucher. Blanker Wucher! Skandal! Skandal um Zange. Oh Mann, ey. So, warte mal, kann der Brutus mir vielleicht Stärke beibringen? Ich denke nicht, ich glaube, da ist das Limit ist erreicht, aber... Wer weiß, wer weiß. Der Quest hat auf jeden Fall. Ich will stärker werden. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Schade. Na gut. Ich habe da meine eigene Meinung. Achso, warte. Warum bist du nicht bei der Arbeit? Das ist ja ekelhaft. Hast du schon mal in meine Kammer geguckt? Diese dreckigen Fleischwanzen sind überall. Ich weiß ja nicht, wer da vorher drin gehaust hat, aber in den Dreckstall gehe ich sicher nicht mehr rein. Ich hasse die Biester. Und hör auf, so dämlich zu grinsen. Gut, das sind wirklich bloß Fleischwanzen. Dadurch, dass das Questgegner sind, sind die wahrscheinlich nicht gerandomized. So, das gute Fleisch nehmen wir auch noch mit. Die Fleischwanzen sind weg. Du kannst wieder deine Folterwerkzeuge polieren oder was auch immer. Bist du auch ganz sicher, dass wirklich keins von den Biestern mehr da ist? Ich denke schon. Na gut, hier, nimm dieses Gold als Zeichen meiner Dankbarkeit. Mir kommen gleich die Tränen. Immerhin. So, Geralt, ich glaube, mit dir hat man auch noch eine Quest, wenn ich mich richtig entsinne. Alles ruhig? Ruhig schon. Aber? Mir hängt der Magen in den Kniekehlen, Mann. Garund hat schon wieder die Nahrungsrationen gekürzt. Wenn ich nicht bald was Anständiges zwischen die Zähne bekomme, dann beiße ich Garund in seinen fetten Arsch. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Du hast doch ein Brot an deinem Gürtel da. Als ob ich nicht schon. Vielleicht kann ich dir etwas geben. Bist du verrückt? Doch nicht hier. Wo hast du das denn schon wieder? Wenn das einer der anderen sieht, habe ich gleich eine Menge neuer Freunde. Wenn du verstehst, was ich meine. Du findest mich im Magiertempel, wenn sich alle zurückgezogen haben. Im Tempel ist sowieso zurzeit kaum jemand. Ich werde dort auf dich warten. Komm mir aber bloß nicht mit einem trockenen Brot oder irgendeinem rohen Fleischdreck, klar? Nö, ich glaube, wir haben da mehr als genug gute Auswahl, dass er da exquisit speisen kann. Wir haben Bier, wir haben Käse, wir haben Wurst, wir haben Fischsuppe, Eintopf, Schinken, Äpfel, also... Die Auswahl ist groß. So, wir quatschen dann erstmal mit dem Kommandanten, mit dem Erzkommandanten Garond. Meine Meinung kennst du ja schon. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Da bin ich wieder. Ich bin zurück. Das sehe ich selbst. Wo ist die Verstärkung? Lord Hagen kommt, sobald er alle Dinge erledigt hat. Es ist viel passiert. Interessiert mich nicht. Ich brauche Truppen. Genau das habe ich auch gesagt. Die Orks werden immer mehr und wir können nicht mehr lange standhalten. Meine Männer sind müde. Und die Vorräte gehen zur Neige. Es sind einige Freiwillige eingetroffen. Du meinst die Drachenjäger draußen im Hof? Die können uns helfen. Aber es sind einfach zu wenig. Wenn Hagen nicht bald Männer schickt, kann ich nichts garantieren. Ich hätte das nicht gemacht. Kannst du mir noch mehr Informationen über die Drachen geben? Ich habe mich noch um andere Dinge zu kümmern. Mein strategischer Offizier Oryk kann dir mehr dazu sagen. Ich könnte dir Sachen erzählen. Mich brauchst du das nicht. Okay. Das ist doch nichts, ne? Ich bin schon wieder zurück.
Ich hätte nicht gedacht, dass wir dich nochmal wiedersehen, nach deinem Auftritt hier vor ein paar Tagen. Wie ich sehe, bist du zum Magier ernannt worden. Meine Ehrerbietung. Vielleicht ist dein Auftauchen ein gutes Omen. Aber ich war doch schon vorher Feuermagier. Bei meinem ersten Besuch. Seltsam. Ich bin jetzt nur. Jetzt bin ich ja hoher Magier. Okay, keine Ahnung. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Westlich der Burg hat sich in den letzten Tagen ein ziemlich großes Sumpfgebiet gebildet. Ziemlich verdächtig, findest du nicht? Kann ich helfen? Im Moment haben wir eigentlich alles getan, was von hier aus möglich ist. Allerdings gibt es da etwas. Etwas sehr Wichtiges, was du für uns außerhalb der Mauern hier tun könntest. Wir haben vor, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Dieser Quadratschädel, den er da hat, ey, das fällt mir jetzt mal so auf. Das sieht man sonst nie, weil er immer eine Rüstung trägt. Mit Helm, aber jetzt wird es ganz eindeutig, dass er einen ziemlichen Quadratschädel hat. Was meinst du damit? Wir kennen einen von ihren Anführern. Er heißt Hoshpak. Er ist einer der einflussreichsten Schamanen bei den Orks. Und was ist meine Rolle? Töte ihn. Das ist ein Scherz. Es fällt mir schwer, dich darum zu bitten, Meister. Aber du wärst die beste Wahl für diesen Auftrag. Hoshpaks Zelt befindet sich abseits des Belagerungsrings, südlich von hier, auf einer Klippe. Von einem der Fenster dort kannst du es beinahe sehen. Ich habe den ja, glaube ich, schon getötet. Gut, ich werde Hoshpak töten. Das freut mich zu hören. Das Zelt von Hoshpak steht auf einer kleinen Klippe. Du müsstest sie eigentlich schon gesehen haben. Sie ist nicht weit weg von dem Weg zu unserer Mine. Direkt im Schatten des großen Berges. Hoshpak ist tot. Gut. Das wird die Orks verunsichern. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance. Ich denke, das wird uns einen Aufschub von mindestens einer Woche geben. Sehr gut. Achso, doch. Wie ist die Lage? Das Lager ist von den Orks umzingelt. Die haben sich hier festgebissen. Aber weitaus bedenklicher sind die Angriffe der Drachen, die mittlerweile den kompletten Außenring zerstört haben. Ein weiterer Drachenangriff wird uns schwere Verluste zufügen. Irgendwelche Neuigkeiten? Hoshpaks Tod scheint die Orks verunsichert zu haben. Hoffen wir es mal. Naja. Okay, dann, ich glaube... Achso, wir können noch mal mit dem Jan sprechen. Mit diesem Schmied hier. Dem, Das ist doch alles nur Gerede. Mit dem Kollegen da. Und mit Pharos auch noch. Ich wäre mir da nicht so sicher. Nettes Schwert. Wo kommst du her? Vom Festland. Meine Leute und ich sind hierher geflohen. Die Lage dort wird immer schlimmer. Die Orks hinterlassen nur noch niedergebrannte Dörfer. Der König hat keine Kontrolle mehr über sein Reich. Wo sind deine Leute jetzt? Ich habe mich von ihnen getrennt. Sie dachten, sie könnten sich alles nehmen, was sie wollen, auch wenn es ihnen nicht gehört. Ohne mich. Weißt du noch mehr über den Krieg? Die Orks sind vor der Hauptstadt. Aber ob sie schon gefallen ist, weiß ich nicht. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass der König tot sei. Ich glaube aber nicht daran. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Was machst du hier in der Burg? Ich habe von den Drachen gehört und wollte helfen, sie zu bekämpfen. Leider habe ich mein Schwert verloren, als ich durch die Orks geschlichen bin. Jetzt sitze ich hier fest. Ohne Schwert komme ich hier nicht wieder weg. Und die Schwerter, die ich hier kaufen kann, sind der letzte Schrott. Wie sehr herzhaft er dieses Schrott betont, das finde ich herrlich. Ich werde dein Schwert finden. Das wäre klasse. Am besten suchst du auf der hohen Klippe im Süden danach. Dort, wo die Ork-Zelte stehen, habe ich es vermutlich verloren. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Oh, aber wir können ihm ein anderes Schwert geben. Vielleicht habe ich ein anderes Schwert für dich. Das ist eine gute Klinge. Eine ausgezeichnete Arbeit. Bist du sicher, dass du sie mir einfach geben willst? Ja, nimm sie. Danke, ich stehe in deiner Schuld. Als Dank werde ich dir zeigen, wie du mit ein paar Tricks deine Kraft und dein Geschick im Kampf besser nutzen kannst. Das ist wirklich nicht mein Problem. Warte mal, der hat Kraft gesagt? Zeig mir, wie ich meine Fähigkeiten verbessere. Ich hab da meine eigene. Ein guter Kämpfer muss lernen, seine Fähigkeiten direkt auf seine Waffe zu übertragen. All denen, die seine Weisheit erkennt. Meine Meinung, ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist zu gut.
Verdammt. Na schön. Jetzt habe ich dem exakt dasselbe Schwert gegeben, was er sowieso schon hat. Naja. Okay, ich danke bis hierhin fürs Zusehen. Bleibt gesund. In der nächsten Folge geht's weiter. Und lasst gerne eine Bewertung da. Folgt mir auf Twitch. Und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.